Ah, gut, Mr. Sport TV hier. Die nächste Saisonprognose, die ist von der zweiten Liga wieder. Roast yourself. Diesmal habe ich, glaube ich, anders gemacht. Diesmal habe ich es hier, glaube ich, gemacht. Keine Ahnung, stimmt, weil ich die Kamera umgestellt habe, alles drum und dran, das weiß ich noch. Oder eine andere Kamera hatte, weil die eine funktioniert hat. Ich bin nicht gespannt. Und wieder so langsam habe ich wieder 1,5. Ja. Kann ich mir das 1,75 machen? Ah, gut, Mr. Sport TV hier. Herzlich willkommen zu meiner Saisonprognose zur zweiten Liga. Liga. Das ist ein gutes Stichwort, denn ich werde zum auch gerne mal in die Kommentare raus. Solltet ich die Saisonprognose vor dem Pokal machen oder lieber später, wenn das Transferfenster zu ist? Weil, wie gesagt, es kann sich noch so viel ändern. Auf der anderen Seite, nee, ich mach's so vor dem ersten Spiel am besten. Dann habe ich hier nichts noch ausreden. Nein, wie gesagt, stellt euch mal vor, ihr sagt die Mannschaft noch, ich habe es glaube ich schon mitten im Video der ersten Prognose erwähnt, also vom ersten Bundesliga, wenn jetzt irgendein Verein, ich sage ich mal, auf Platz 6 haue, wie die Eintracht, und dann geht Kostic, keine Ahnung, Knauf verletzt sich und vorne ist auch noch irgendjemand, keine Ahnung, was da passiert, ja, ist doch kacke. Dann gibt es sofort ein anderes Ergebnis eigentlich daraus. Spiel wieder Livestream am Wochenende. Ist unten verlinkt, genauso wie mein Orakel-Kanal. Da werde ich dieses Spiel, die ich immer live zeige, sozusagen, zu dem ich live bin. Die VfB sind ja nicht vorhanden. Immer auch Orakel und natürlich auch die Eintracht-Spiele. Die Saisonprognose werden wir uns zur Winterpause zumindest als Bild anschauen, damit wir Vergleiche haben. Und am Ende der Saison, also wenn die Saison abgelaufen ist. Oh, ich glaube, das habe ich vergessen. Habe ich ja diese Saison vor. Werden wir uns hier das komplette Video anschauen und uns wahrscheinlich sehr, sehr lustig machen über mich selbst, weil ich so machen falsch jetzt getippt habe. Man muss erwähnen, die Tabelle habe ich am Samstagabend oder so gemacht, letzte Woche, sprich nach dem ersten Spieltag. Ich habe nichts daran verändert. Einzig allein Schalke habe ich seitdem ein wenig verändert gehabt. Am Montag war es, also Sonntag. Grund einfach, weil ich mich noch mal ein bisschen damit beschäftigt hatte. Und dementsprechend da ein paar Sachen gesehen habe, dazu komme. Aber gleich noch. Hab das auch. Bitte lass mich nicht die von oben nach unten gesetzt haben. Aber hey, selbst wenn. Wie war es mit Schalke in der Achterbahn der Gefühle die ganze Zeit? Die haben gesagt, ja, die Tabelle sieht an sich sehr gut aus, aber ich finde auch generell, wie wir es die zweite Liga tippen, die sind teilweise so eng zusammen, sagen immer die stärkste zweite Liga aller Zeiten. Diesmal ist wirklich der Fall, wenn man bedenkt, was da unten alles so drinnen steckt. Holy shit, was für Mannschaften. Und wie willst du denn zum Beispiel irgendwelche Tipps abgeben, wo du denkst, okay, die könnten im Abstieg spielen, aber die könnten genauso gut im Aufstieg spielen, weißt du? Ja, Kiel sogar ein Beispiel, weißt du? Und das Schlimme ist, du kannst ja nicht die zweite Liga tippen. Ey, könnt ihr euch noch erinnern, als, lass mich mal kurz gucken, wann das war. War das sogar irgendwie am 30. Spieltag oder so? Als, wann war das? Lass mal kurz gucken. Wo die alle auf einen Fleck waren. Lass mich mal kurz gucken. Die waren doch mal irgendwann in irgendeiner Saisonzeit. Ja. Hier, Platz, ja, 32. Spieltag. Ne? 59, 57, 57, 54, 54, und dabei ist noch 51, ja? Wow. Wo wir denken, yo, wie knapp wirst du es denn noch machen? Das kannst du ja gar nicht tippen, da oben. Und dann teilweise unten, dann ist manchmal alles knapp gewesen. Okay, diesmal alles relativ klar, aber mit unten meine ich halt im Mittelfeld. Das war schon teilweise übel, da auch mal da vier Mannschaften die gleiche Punktzahl haben. Oder wow. Mittelfeldplatz. Ob die jetzt 15. werden oder 7. Weiß man nicht. Ja. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber fangen wir einfach an. Ich habe Jan Regensburg auf Platz 18 gegangen. Weil ich da einfach... Ja, 13. Ja. Was vermisse, ist, was fehlt. Auch wenn sie 3-1 gewonnen haben, übrigens, habe ich mich dann nicht von dem Ergebnis beeinflussen lassen. Trotzdem sehe ich Jan Regensburg auf langfristiger Sicht in der Saison. Leider Gottes als Abstiegskandidaten. Ingolstadt hat es erwischt. Auf Platz 18 dann, weil ich alle über ihn sehe. Grundsätzlich finde ich, haben die anderen besseren Kader. Habe ich Sandhausen reingehauen da unten? Weiß ich nicht. Also Sandhausen ist so ein Ding. Sandhausen spielt unten und oben mit. Aber es kann auch sein, dass ich Ingolstadt unten reingehauen habe. Oder Platz 16, irgendwie sowas. Würde ich sagen, Jan Regensburg auf Platz 18. Auf Platz 17, der SV Sandhausen. Der trotzdem immer wieder überrascht. Trotzdem ähnlich wie bei Regensburg. Ich habe das Gefühl, dass es diesmal nicht reicht. Sie sich schwer tun, es sehr schwere Saison haben. Und auch vielleicht nicht unbedingt so die Fans, die einen tragen, sag ich jetzt mal, wie es bei anderen Vereinen der Fall ist, wo die Fans immer noch ein Faktor vielleicht sind. Und das wird auch hier ein Faktor sein, deswegen sie auf Platz 17 landen und somit direkt. Wen habe ich denn auf Platz 16 mit den 2 Gs? Das sind ja 2 Gs, Regensburg ist es nicht, weil es hinten kein G. Absteigen, komm ja zu, Platz. Ach,
Erzgebirge Aue. Natürlich. Ey, komm. Erzgebirge Aue, das ist ein Verein. Die sind Platz 17 geworden. Zwar mit Abstand auch, mit 9 Punkten Abstand auf Platz 16. Ich kann einschätzen. Kann die auch wieder überraschen können. Die auch Fußspiel landen können. Ich habe Erzgebirge Aue auf dem Relegationsplatz gehabt und kann mir auch vorstellen, dass sie auch direkt die Klasse halten. Für mich ist Erzgebirge Aue mit einem Verein, der um den Abstieg spielen wird. Sie leicht sich aber auch 1, 2, 3 Spieltage vorher befreien kann, sprich die Klasse halten kann. Ich habe sie jetzt mal auf Platz 16 gehauen. Kommt oder trotzdem? Hannover 96. Wenn Hannover ist sicherlich nicht mehr das, was es macht. Ey, Platz 14. Ein Punkt nur weg von Platz 15. Vor einigen Jahren war Hannover ist einfach ein Verein, der, sag ich mal, zerbrochen ist, gebrochen ist. Auch das Verhältnis zwischen Verein und Fans, also Vorstand und Fans, ist null da. Leider. Die Stimmung dadurch ist natürlich auch schon immer wieder angekratzt gewesen. Das hat man leider Gottes gemerkt. Und generell auch Unruhe. Auch wenn die mittlerweile ruhiger ist, sag ich jetzt mal, oder die Abläufe im Verein sind bestimmt auch mal noch nicht so 100%, zumindest so der Blick als Außenstehender. Deswegen wird es eine harte Saison, aber Hannover wird die Klasse gerade so halten. Kommen wir auf Platz 14. St. Pauli. Na gut, da kommt der erste Ausreißer. Da kommt der erste Ausreißer. Mit, ich meine, Regensburg war in Ordnung, Sandhausen, Aue sowieso, Hannover auch. St. Pauli, ja komm. St. Pauli ist auch ein Verein, der unten steht, lange im Mittelfeld. Ich bin mal gespannt, ob ich sage, ob die im Abstieg spielen. Ich glaube nicht, oder? Und das ist das Ding, die haben so gute Fans, die richtig gute Stimmung machen können. Und St. Pauli ist sicherlich auch so ein Kandidat, wo man sagen könnte, jo, für eine Überraschung gut. Aber ich habe das Problem, dass ich nicht vom Bauchgefühl her kein gutes Gefühl für die St. Paulianer habe. Vielleicht soll ich weniger auf mein Bauchgefühl hören, sondern einfach nur mehr essen. Sollte man auf das Bauchgefühl hören, deswegen habe ich es auf Platz 14 gehauen. Ich dachte, der eine oder andere Teil ist sicherlich noch über ihn. Wobei man sagen könnte, okay, Paderborn könnte vielleicht runterlanden, wer weiß. Aber Paderborn hat auch so viel Erfahrung, was die Paderlin angeht. Also Paderborn ist Paderborn könnte unten landen. Wo ist eigentlich Paderborn gelandet? Ah, Paderborn ist Sechster. Und wenn ich sage, ja, könnte vor Paderborn landen, dann weiß er schon, was auf Platz 13 kommt. Den kannst du aber nicht einschätzen. Ich meine, der Scheiße. Sein. Das sind halt so Dinger. Und das höre ich genau bei diesem Thema. Ich könnte auch St. Pauli und Paderborn tauschen. Sicherlich. Definitiv. Aber wird ganz eng, würde ich sagen, habe ich Paderborn mal auf Platz 13 gehauen, aus den besagten Gründen. Kannst aber, ah ne, ich habe Paderborn hinter. Komm, St. Pauli war vor Paderborn in der regulären Tabelle. Aber ich habe die zumindest beisammen. Immerhin habe ich sie gut eingeschätzt. Ach, okay, ich habe muss man drehen, aber ich habe gewusst, die sind aneinander. Beieinander. Ja. Platz 12. Der FC Ingolstadt. Ingolstadt. Naja, okay, jetzt sind 18 mit Abstand auch abgestiegen. 2 Punkte hinter Erzgebirge Aue. Mal gucken, ob ich sage, ob die mit dem Abstieg was zu tun haben. Und sich relativ schnell oder relativ am Ende erst befreien. Hat immer mal wieder bewiesen, dass sie gut spielen können. Und auch wenn es drauf ankommt, sind sie ab und an da oder knapp. Scheitern wirklich knapp. Es gibt Dinge, aber Ingolstadt hat einiges drauf. Es ist immer wieder schwer für Gegner in Ingolstadt zu spielen, auch für Topclubs. Und dementsprechend könnte ich mir zutrauen, oder könnte ich denen zutrauen, dass Ingolstadt mal auch hier und dort einen Überraschungspunkt zu Hause holt gegen einen Topgegner, der oben steht. Und genau aus diesem Grund landen sie im sicheren Mittelfeld. Könnten vielleicht was mit dem Abschied zu tun haben, aber sich ja früh genug befreien. Und naja, doch nicht ganz. Er ist aus Darmstadt 98. Auch so ein Kandidat, der für mich im Mittelfeld landen. Sorry, Darmstadt. Ich hätte es gefeiert. Ich war dann. Als ich um Aufstieg gespielt habe, war ich für euch. Ich habe für euch gejubelt. Ich wollte, dass ihr aufsteigt. Ich wollte das Derby dann. Ich war pro Darmstadt. Übrigens, hättet ihr mal einfach in Düsseldorf einen Punkt geholt. Wäre schön gewesen. Wird der vielleicht auch mal oben oder nach unten anklopfen könnte. Aber im Endeffekt im Laufe der Saison beziehungsweise da wäre alles anders erlaubt, ne? Aber im Endeffekt 34 Meter, das war das Ding. Das ist unglaublich bitter gewesen. Das Ding in Düsseldorf von Darmstadt. Weil am frühen Ende hier im Mittelfeld landet und von den letzten 3-4 Spiele um quasi nicht nur spielt, einfach in niemandsland der Tabelle ist und es ein entspannter Saisonausgleich wird. Ausgleich, Auslauf, wie soll ich meinen? Platz 10, der nächste bayerische Club, wo ich jetzt am Spiel drin. Ja, ist jetzt in Nürnberg. Top-Fans. Aber ich war gerade die ganze Zeit auf Platz bei anderen Spieltag. Es kann sein, dass sich noch hier und dort ein bisschen was geändert hat. Ich war am anderen Spieltag. Erzgebirge Aue hat das letzte Spiel noch gewonnen, also 26. Stimmt, warte mal. Holy moly. Hat sich noch einiges getan. Mit Regensburg und so weiter.
Okay, warte mal. Alles nochmal Kommando zurück. Moment mal, Kommando zurück. Also 18. Ingolstadt, 17. 15. war Regensburg bei mir. Okay, ich komme, da waren ja nur drei Stück. Platz 14 habe ich hier Sandhausen bei mir. Also bei mir sage ich drüben. Platz 13 ist aber Hansa Rostock. Okay. Wirklich Stimmungsmache, auch gute Reaktionen im Ball, Niederlagen zumindest oftmals, haben wir auch ja sehr, sehr viel erlebt, auch Nerven, aufreibenden Spiele. Ich meine, hey, die Relegation, wenn ihr Nachspielzeit das Ding macht und du nicht weißt, ist es jetzt Keine Ahnung, warum drüben eben in der Tabelle Platz Spieltag 33 angezeigt wurde. zählt das Tor, weil Videobeweis. Ja, ich kenne das aus dem DFB-Pokalfinale. Ich kann voll mitfühlen, wie sich der ganze Scheiß angefühlt haben muss als Nürnberger. Holy shit, nur dass die Eskalation, obwohl wir hatten ja bei unserem Tor bei 2-1 genauso den Videobeweis, aber beim möglichen Elfmeter auch nochmal. Also Nürnberger, Ja, ich weiß, wir wie sie es gerade da so geredet haben, ich weiß es noch. euch führt. Übrigens jetzt wieder zusammen mit Schalke, Fanfreundschaft in einer Liga. Vielleicht ist das wenigstens ein. Und vor allem wie am letzten Spieltag. Wir sind auf der Arena auf Schalke, 17. später, geile Choreo zusammen. Schönes Ding. Respekt. Aber wie gesagt, Schalke gehört eigentlich die erste Liga. Zu denen kommen wir gleich. Nürnberg gesagt, Top-Fans werden für mich auch eine sichere Saison spielen und sich ziemlich früh Jo, Platz 8. befreien, sodass sie keinen Druck haben. Sollten sie allerdings Platz 8, kurz sogar ja, an den Aufstieg geschielt, aber dann doch wieder abgekoppelt worden. Passt. irgendwie runter landen, in Abstiegsstrudel landen, könnte ich mir vorstellen, dass sie diese Probleme haben, sich befreien. Nicht von Anfang an oben sind in Ordnung, aber sollten die unten drin sein, ist Nürnberg so ein Verein, der sich schwierig, glaube ich, befreien kann, aber im Endeffekt vielleicht doch dann die Klasse hält. Ansonsten könnte es auch knapp werden, dass Nürnberg auf Platz 15 landet. Aber ich habe so eingeschätzt, dass Nürnberg von Anfang an Ja, war in Ordnung. und dementsprechend auch mal. Aber wo habe ich den Rest? Okay, Hansa Rostock dürfte jetzt kommen, glaube ich. Die sind Nummer 13 da. Ja, es ist in Ordnung, weil, ganz ehrlich, da trennen die Leute vier Unterschied. Guck mal, Platz 15 hat 40 Punkte, Platz 11 hat 42 Punkte. 10, 44, 9, 45. Ja, ganz Im ehrlich, Laufe der Mitte der Saison ist in Ordnung tatsächlich regredieren getippt. kann und trotzdem nicht nach unten fährt. Platz 9, Hansa Rostock. Ja, ich habe einen Aufsteiger Hansa Rostock ziemlich weit nach oben getan. Und wenn ihr seht, Wegen den dass Fans auch. Dresden mit noch einem Aufsteiger noch nicht genannt wurde, könnt ihr sehen, in welche Richtung es geht. Ich habe beiden viel drüber. Dresden wahrscheinlich zu viel. Hansa Rostock, ich glaube, die könnten von der Welle getragen werden, dass sie aufgestiegen sind, zweite Liga. Der Hype ist real, kann man sagen, ne? Und das ist es nämlich. Und gerade wenn auch Fans da sind, die auch gerade bei Rostock eine gute Stimmung machen, dann ist das schon eine Möglichkeit, da oben gut zu landen in der ersten Tabellenhälfte. Wo habe ich Definitiv. Dresden hin? Und man sagt immer, das erste Jahr ist für einen Aufsteiger einfach, weil jeder wartet wieder, ups, du fällst wieder runter. Das habe ich schon mal gesagt in der ersten Liga. Ich wiederhole es. Vor allem in der ersten Liga an sich eigentlich. In der zweiten Liga ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber trotzdem denkt jeder, okay, du gehörst unten mit dazu. Allerdings hier, Hansa Rostock, das Umfeld. Hoppala. Allerdings hier Hansa Rostock, das Umfeld, habe ich das Gefühl, stimmt. Auch die Zusammenhalt mit Fans etc. Und das bedeutet, kann wirklich viel bedeuten, auch wenn es irgendwo eng wird und dass so der letzte Funken auf den Platz kommt, dass vielleicht die letzten 2-3% doch noch irgendwo her mobilisiert werden, die dann am Ende wirklich für ein gutes Ergebnis Richtig. reichen. Und das ist hier in dem Fall Platz 9. Ich halte von Rostock aus sehr viel. Sicherlich sieht der Welt auch noch nur Sympathie. Ich habe versucht, meine Sympathie wegzuschalten. Na klar, Hansa Rostock und Frankfurt sind die besten Freunde, Gründe sind bekannt. Aber ich halte von der Fangemeinschaft etc. sehr, sehr viel. Und wie gesagt, ist auch so ein Verein, der für mich auch in die zweite Liga eben gehört, weil die auch viele Fans mitnehmen. Und mir ist auch wichtig, dass man so ein Battle hat oder auch einfach Fans kennenlernt, auch von der gegnerischen Mannschaft. Ich finde es aber geil. Ich finde es besser, wenn der Block im Gästeblock gefüllt ist, komplett, Ja, als wenn genau. irgendwie ja, 500 Leute mitfahren oder so. I hate it. Kommen wir zu Platz 8, Karlsruhe SC. Schwieriges Thema, schwieriger einzuschätzen, dann unten hier oben landen. Platz Trotzdem 12, in denke ich, Ordnung. dass Karlsruhe diese Saison eine bessere Saison spielen wird. Immer so 4, 5 Punkte vielleicht, dass im Laufe der Saison hinten an den Aufstiegsplätzen dahinter ist, immer Hoffnung hat. Ja, okay, das war jetzt nicht so der Fall. Das war nämlich schon ein bisschen deutlicher. Aber die Platzierung stimmt ungefähr. Dass sie Bisschen vielleicht weiter noch unten. irgendwie anknüpfen können, wenn irgendeiner patzt. Aber sie patzen selbst und landen deswegen am Ende der Saison auf Platz 8. Lange im Aufstieg mitgespielt, habe ich Hoffnung gehabt, aber dann kommt Platz 8. Ich glaube, ich weiß, was es kommt, ne? Ja, Platz 7, Dynamo Dresden. Und so ist es halt. Dynamo Dresden, nächster Aufsteiger. Und den traue ich sogar sehr, sehr zu. Für Dresden wird für mich eine richtige Überraschungsmannschaft. Und ihr wisst, es gibt eine Überraschungsmannschaft, oftmals, die irgendwie ohne Aufstieg mitspielt und vielleicht sogar durchzieht. Ich meine, es wäre ein Traum für alle Dresdner Fans, wenn die jetzt den Durchmarsch in die erste Liga machen. SC Paderborn hat es ja auch geschafft. Klar, passiert nicht alltäglich, kann passieren. Dresden kann aber sehr, sehr viel
diese Saison schaffen. Das ist auch so ein Bauchgefühl, aber auch... Erwähne noch einmal das Wort Bauchgefühl. Noch einmal. Dein Bauchgefühl war immer falsch. Boah, holy moly, wie kann man da nur so falsch liegen? Wie bei manchen anderen Vereinen, das kann man rumstimmen. Die Vereine, wie werden sie sich tragen? Der ist im Verein scheint zu stimmen. Auch mit Trainer etc., so wie ich mitbekomme, es passt. Und die Spieler, und das ist stimmt. Die identifizieren sich teilweise auch richtig mit dem Verein. Mhm, das stimmt auch. Natürlich mehr extra, gehen ja vielleicht 100% oder 110%. Und das ist genau das Ding, warum Dynamo Dresden so weit oben landet. Und für mich eventuell stimmt. Sogar um den Aufstieg mitspielen könnte. Hat das dann doch nicht gepackt. Ja, bin ich. Ist aber so ein Bauchgefühl, natürlich muss vieles gut laufen. Aber ihr wisst, wenn es einmal läuft, dann kann es wirklich laufen. Wenn man dann 4-5 Spiele am Stück gewinnt. Und das kann man Dresden auf jeden Fall zutrauen. Mehr als vielen anderen Vereinen. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Darmstadt oder Paderborn diese Saison. Auf St. Pauli, tut mir leid, traue ich nicht irgendwie dann 5 Spiele am Stück zu. Aber hey, in der zweiten Liga ist es... Ich habe gerade mal die Tabelle geguckt, St. Pauli. Traue ich nicht zu 4-5 Spiele am Stück. Sind fast aufgestiegen, ne? Sorry. Aber es ist halt, wenn du bei in der zweiten Liga 3-4 Spiele gewinnst, dann bist du auf einmal direkt auch 8 Plätze nach oben, 10 Plätze nach oben. Aber in Dresden ist das schon der Fall. Natürlich müssen dann die direkten Duelle mit Hamburg, wahrscheinlich Bremen, Schalke etc. gewinnen. Keine Frage. Ja, ja, ja. Aber, also wie gesagt, Dresden ist für mich ein Kandidat und ich fände es wirklich geil, wenn sie aufsteigen. Weil die Fangemeinschaft ist mit die beste Deutschland und Europas, wenn man bedenkt, dass die schon alles auf die Beine gestellt haben. Auch die Choreo mit der größten Fahne, die über einmal quasi um das ganze Stadion ging. Die, die größte Blockfahne. Die Eintracht hat auch die größte. Genau, die haben die größte Blockfahne gehabt auf der Welt. Und die Eintracht Europas. Und die Eintracht hat die größte selbstbemalte Blockfahne gehabt. Eine Banner. Wenn man bedenkt, wie schwer die ist, dieses wiegen nicht nur 10 Kilo oder so. Ihr wisst ja, wie schwer, keine Ahnung, so sein kann. Ja, auch das Banner von. Banner ist eigentlich schon so einmal. Stadion ist ja kein Blockbanner gewesen bei Dynamo, sondern Stadionbanner. War schon heftig. Da fliegt ja dann Tonnen. Alter hat ja die größte selbstgemalte Fahne gehabt. Und das zeigt einfach auch, was Dynamo Dresden generell schafft. Und das vielleicht sollte ich mich einfach ausreden lassen. Ich bin ein Chaoten gibt es überall, und jeder, klar. Aber trotzdem, auch der Verein an sich hat viel, viel Wert, auch in der Stadt, auch außerhalb der Stadt. Und dementsprechend denke ich auch mal, dass sie den Platz machen werden. Kommen wir zu Platz 6. Erster FC Heidenheim. Denke ich, werden auch wieder gut oben mitspielen. Volltreffer, Junge! Haben. Leider mal in der Relegation gescheitert. Jetzt. Ich muss nachher. Ich glaube, ich weiß, wen ich auf Platz 4 gemacht habe. Aber nur für den Scherz habe ich mich gemacht. Ich bin mir gespannt, ob ich sage, ich glaube, Relegation diesmal klappt. Aber ich glaube, für den Witz habe ich Hamburg einfach auf 4 Platz 4 gemacht. Und hey, das war punktgleich, es waren 7 Tore. Hätte Darmstadt sich so dämlich angestellt in Düsseldorf, wäre es möglich gewesen. Wo habe ich eigentlich Düsseldorf hin? Muss man sagen. Werden wieder oben mit dabei sein, werden es aber diesmal deutlich nicht schaffen. Wobei ich mir Heidenheim mir vorstellen könnte, je nachdem, dass sie weiter unten landen, sprich Platz 13. Weil Heidenheim ist auch ein Verein, der kann zwischen 3 und 15, 16 wahrscheinlich alles werden. Das ist wirklich schon ein Verein. Cool. Aber Platz 6 richtig eingeordnet. Platz 5. Und da kommt die Änderung. Die Änderung. Nein, die sind Meister geworden. Aber hey, ich glaube, das habe ich gemacht, weil da irgendwas ist passiert. Warum? Der erste FC Schalke 04. Denn, klar, vielleicht hat mich auch ein bisschen das Spiel beeinflusst. Wobei, ja, auf jeden Fall. Muss ich sagen, Schalke hat ja gar nicht so scheiße gespielt. In den ersten 20 Minuten, geil. Aber dann haben sie irgendwie aufgehört, das Fußballspielen, das Fußball. Ja, das war das Spiel, ja. Sie haben eingestellt, das Fußball zu spielen. Warum auch immer. Hätten die weiter gespielt und einfach 2-0 gemacht, ja. Und als Hamburg das 1-1 gemacht hat, die haben ja sofort wieder Fußball gespielt. Ich weiß nicht, warum die versuchen, ein 1-0 über die Zeit zu bringen. Und nach dem 1-1, ich glaube nach dem 1-1 war es, wo man direkt die Chance hatte, zum 2-1 wieder, die große Chance, die gehalten wurde. Ich muss ja sagen, was Hamburg alles gehalten hatte, Torwart. Holy shit. Aber, ganz ehrlich, hätte Schalke normal gespielt, weitergespielt, die hätten das Ding gegen Hamburg gewonnen. Genau das war das Ding, weil ich gesehen habe, das sind wieder so alte Sachen drinne aus den vorherigen anderthalb Jahren. Da spielst du die ersten 20 Minuten gut, ne? Und scheißt dann wieder komplett rein und verlierst das Spiel oder gewinnst das Spiel nicht. Und das ging seit anderthalb Jahren so. Und genau deswegen habe ich sie, glaube ich, runtergesetzt. Weil ich dachte, das zieht sich jetzt durch die komplette zweite Liga. Und phasenweise war es ja wieder so der Fall. Wenn ich bedenke, dass sie immer wieder unten waren und
Ja, im Endeffekt haben sie es richtig gut durchgezogen und Meister geworden. Respekt dafür. Aber es gibt zwischenzeitlich sind einige Schalker-Fans wirklich verzweifelt, weil es wieder so gewisse Parallelen gab. Und deswegen habe ich sie runtergenommen. Genau das ist das Problem. Geführt ist immer noch das alte Schalke 04. Mhm. Auch, wenn man bedenkt, so dass drumherum, auch wieder im Verein scheint es immer noch nicht so richtig zu laufen. Mhm. Der, ja, der Trainer, der immer noch nicht gewonnen hat, so geführt, ne? Okay, er hat zwischenzeitlich mal gewonnen gegen irgendeinen Verein letzte Saison in der Bundesliga. Nein, ich muss ja nicht sagen, ne? Aber. Das schmerzt. Ah. Ey, der hat ein Spiel gewonnen. Gefühlt. Er hat doch, glaube ich, gegen Hoffenheim gewonnen, ne? Aber. Das war so ein Spiel. Da bin ich, da war ich richtig sauer. Ey, da gibt's sogar Wage Talk von hier auf dem Kanal. Ne, dann hier oder auf dem Eintracht-Kanal? Auf dem Eintracht-Kanal. Wo ich hinschreibe, ich habe keinen Bock mehr. Ey, an dem Tag, ich war richtig piss, als wir auf Schalke verloren haben. Aber auch verdient verloren haben. Es war so dämlich. Da hast du dich schon hingeschmissen. Du hast kurz davor schon hingeschmissen. Bei Schalke warst du, vorm Schalke-Spiel warst du ja schon dahinter. Und musst auf den Patzer hoffen von der Konkurrenz. Und dann verkacken wir da gegen Schalke. Und dann war das Thema ja endgültig weg, weil wir dann 4 Punkte Rückstand hatten. Alter Gewalt, ey. Das war schon übel. Alter, war ich richtig, richtig pisst. Richtig pisst. Also wirklich. Also es gibt selten Spiele, wo ich richtig genervt von meinem Verein ist. Klar, regt mich auf. Aber da war ich richtig sauer. Ich war wirklich richtig sauer. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Komplett. Also ich war am nächsten Tag. Es gibt auch. Am nächsten Tag bin ich eigentlich nicht sauer. Ich war noch am nächsten Tag minimal angepisst. Nicht viel, aber minimal. Aber an dem Tag, das ist, Alter. Aber es passt vielleicht doch nicht. Vielleicht war es auch ein Fehler wirklich, die Saison zu starten, aber so oder so. Oder generell, dass er früher genommen hat. Ich sage, da gibt Pro- und Kontra-Argumente. Aber bei Schalke, wie gesagt, ist es einfach schwierig, finde ich. Weil ich sehe bei der ersten Mannschaft, ja, okay, ist in Ordnung, aber. Ich sehe schon. Alles, was fast. Ich sehe schon, wenn ich da reingegangen habe. Was auf der Bank ist, ist ja nicht unbedingt so und sagt, yo, die rocken ab. Also habe ich das doch auf Relegationsplatz gemacht. Die zweite Liga. So ist es ja nicht. Und wenn jetzt nachher Spieler verletzt sind, und es sind ja Spieler angeschlagen, verletzt, krank, mit Virus identifiziert. Infiziert. Dann kann halt schon die Kacke am Dampfen sein. Und das ist nämlich genau. Der Punkt. Das ist genau der Punkt. Und Schalke braucht vielleicht noch den einen oder anderen Spieler, vielleicht aus der Außenbahn. Denn ich meine, es ging viel über links und über rechts fast gar nichts. Vielleicht bräuchte ich mich oder was andersrum. Aber auf irgendeiner Flügelseite war weniger los. Kennen wir ja aus Frankfurt, ne? Ja, und wenn du keine gute zweite Garde hast und die erste Garde mal vielleicht auch 2, 3 Spiele nicht gut ist und du kannst keinen besseren einwechseln, ist das halt. Aber generell in der zweiten Liga ist schwierig, da irgendwas zu machen. Wenn du deine komplette Garde abgeben musst, kaum Geld hast, ist natürlich schwierig, ne? Du musst ja wieder auf die Jugend setzen oder auf, ja, hoffnungslose, gute Transfers mit Potenzial, ne? Scheiße, und dementsprechend habe ich Schalke von einem direkten Aufstiegsplatz auf Platz 5. Von direkten Aufstiegsplatz sogar. Ich hatte ihn von Platz 1 und auf Platz 2 habe ich die runtergesetzt. Wegen meinem Bauchgefühl wieder. Wollte mich verarschen wegen meinem Bauchgefühl. Alter, ich hätte wieder richtig gehabt. Mann, ey. Jetzt? Und jetzt trolle ich jeden Hamburger. Es tut mir leid, ich muss es einfach für den Witz machen. Ha, für den Witz. Komm. Aber Liebe geht raus an alle Hamburger. Wie gesagt, die Autospiele dort waren immer geil. Platz 4. Aber ich mache das einfach nur, weil Platz 4 einfach der klassische Witz ist. Ich bin aber, das sage ich euch ganz ehrlich, vom Gefühl her wird es Hamburg diese Saison. Aber es ist kein so 100%iges Gefühl, so ein leichtes Gefühl, dass es diesmal für Hamburg wirklich reichen könnte. Ha! Ha! Euch gegeben. Okay, am Endeffekt ist es von nur Relegation geworden, die man dann mit Ach und Krach leider verloren hat gegen. Mit Ach und Krach, das Hertha mit Ach und Krach so bekommen hat. Dass Hamburg doch vielleicht direkt aufsteigt, vielleicht mit der Relegation, dann kommt natürlich auch darauf an, wer der Gegner ist. Aber ich habe Hamburg nur auf Spaß auf Platz 4 gesetzt. Diesmal schätze ich bei Hamburg ein bisschen stärker ein. Bin gespannt. Komm, ich bin schon ein lustiger Typ, ne? Dass Hamburg, oder ob Hamburg wieder überraschen wird und dann um Platz 4 so leider. Also leider aus Hamburger Sicht unterstreichen. Ey, komm. Und es war so dicht dran, dass Hamburg wirklich wieder die Relegation macht. Es war so dicht. Es waren 7 Tore Unterschied. Und wie gesagt, hätte Darmstadt nur einen Punkt mehr geholt. Irgendwo natürlich, aber in Düsseldorf einfach nicht so reingeschissen.
wäre da was möglich gewesen. Haben die nicht sogar, lass mich mal kurz gucken, da ein Tor gemacht, was aberkannt wurde? Lass mich nochmal gucken kurz. Oder war das mal irgendeine andere Situation? Da war doch was Ähnliches. Aber es gab zwei Platzeweise, das weiß ich noch. Warte, wir gucken mal kurz. War nicht irgendwie sowas in die Richtung? Nee. Scheint so nicht. Er möchte bleiben. Eckball, Seite bringt nichts. Pfeifer, bla bla bla. Verpasst die Entscheidung. Nachtreten, bla. Nö. Schau mal, irgendwo war das doch auch gewesen. Egal. Kommen wir zu Platz 3. Werder Bremen. Ja, Werder Bremen. Wobei ich hier sagen muss, sehe ich noch kritisch an. Sie haben zwar Stand jetzt einen guten Kader, aber es kann oder es wird höchstwahrscheinlich sein, dass noch einige Spieler gehen werden. Und dann werden sie ja schon automatisch einiges geschwächt. Mhm. Und daher könnte es auch sein, dass ich Bremen sogar runtersetzen muss auf Platz 5, sodass sie in der Steigerung vielleicht... Das ist nämlich das Kritische. Du weißt nicht, wie die Verformung. Im Endeffekt sind sie ehrlich. Zweiter geworden mit Schalke. Kann sie sogar weiter unten auf Platz 6? Ich weiß es nicht. Also je nachdem natürlich auch noch wer. Und ganz ehrlich, mit Platz 5 ist doch gar nicht so falsch gewesen. Also Möglichkeit wäre auch gewesen, sind Zweiter geworden, aber Platz 5, St. Pauli hat 57 Punkte. In dem Fall ist Werder Bremen Dritter. Die haben 60 Punkte, also das sind ja nur 3 Punkte Unterschied. Also. Dort bleibt das bei allen Vereins, aber gerade bei den... Und es war ja irgendwie fast klar, dass Schalke, ach du Scheiße, das habe ich mit Düsseldorf eigentlich vor, dass Schalke, Hamburg, Bremen da oben rumtanzen wird. Ja, St. Pauli eventuell, aber da habe ich gesagt Bauchgefühl, aber vergiss es. Großen Top-Verein, sage ich jetzt mal, ist das der Fall. Und Werder Bremen wird noch einige Abgänge haben, laut. Warte mal, den habe ich denn da oben noch drin? Düsseldorf. Plan zumindest. Und dann... Wer ist der andere noch? ...für den HSV hinter Bremen zu landen. Warte mal, ich habe Düsseldorf auf 1 und Kiel auf 2. Was hat mich denn da geritten? Was hat mich denn da geritten? Holy moly! Alter! Aber komm, die Mannschaften haben zwischenzeitlich, die da oben jetzt gerade, also die Möglichkeit aufgestiegen sind, mal zwischenzeitlich reingekackt. So scheiße sah gar nicht aus. Okay, klar, das dürfte von Kiel da oben mal in Ordnung. Aber... Denn ich denke, dann könnten wir es schaffen, vor den Bremer zu landen. Und das will man natürlich. Als Hamburger vor Bremen landen, sondern als Bremer vor Hamburg. Und daher... Können wir dann noch gespannt sein, was sich da tut? Weil ich glaube, bei Bremen könnte sich noch wirklich sehr viel tun. Und das ist nämlich die Problematik. Und jetzt kommen wir zu Platz 2. Na, wisst ihr, wer kommt? Holstein Kiel. Ja, Holstein Kiel. Diesmal könnte es reichen. Bei Holstein Kiel können wir genauso auf Platz 7 landen. Ich weiß, manche sagen jetzt, okay, Holstein Kiel, kann man die da oben hinsetzen. Aber warum habe ich die da gemacht? Der Rest ist doch viel besser. Wieso habe ich die da oben reingemacht? Alter, ich habe nie gedacht, dass ich rückwirkend, dass ich Holstein hier oben reingemacht. Düsseldorf kann ich vielleicht ja noch verstehen, aber wieso Kiel? Nur weil die letztes Mal so gut waren oder was? Warum? Da sind noch einige abgegangen. Wieso haue ich den da oben? Was ist falsch mit mir? Düsseldorf, ja, vielleicht noch ein bisschen, ja, Düsseldorf kann ich verstehen, dass ich vielleicht noch, ist noch ein bisschen nachvollziehbar. Aber... Kiel! Platz 2 gelandet, sehr unglücklich dann gegen Köln ausgeschieden. Was war das für ein Spiel in der Rückrunde? Ey, was? Tor. Ey, es war einer kurz auf Toilette, weil er dachte, komm, die ersten Möglichkeiten, ich gehe noch schnell auf Toilette, komm zurück, steht 1-1, setz dich hin, so ungefähr 2-1. What the fuck ist das? Aber die werde ich mir heute in Kiel. Warum? Die sind gut, die haben vielleicht nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, die namhaften Spieler. Warum? Top-Spieler, du denkst, boah, geil, das sind Spieler, wow, die werde ich mir holen. Also, wow, nein, aber Team Spirit. Team Spirit ist das A und O. Wenn das im Team richtig stimmt, ein Zusammenhalt, jeder für jeden, für die gemeinsame Erfolge und nicht über manchen Stars, das der Fall ist und das Problem bei Bundesliga-Clubs teilweise, dass es um den Eigenerfolg geht, um den Egoismus. Dann spielt man vielleicht manchmal quer oder... Es ist so unangenehm. ...und verliert den Ball und fängt den Konter und bam, ist er drinne. Dann geht es teilweise auch um die Selbstdarstellung. Leider Gottes ist das so. Bei Holstein Kiel ist das teilweise anders und die haben keinen Druck. Jeder denkt, okay, Mittelfeldplatz und so weiter, können wir überraschen. Holstein Kiel schaut sich definitiv nicht ein, als würden die absteigen. Definitiv nicht. Auch wenn sie, wie gesagt, sag ich jetzt mal, wie sie verloren haben. Am Wochenende, ich habe nämlich auch gerade Tabelle noch, die Real-Tabelle vor mir. Aber trotzdem, Kiel ist ein Verein, der zurückkommen wird. Ist ja erst ein Spiel und trotzdem wird Kiel, da könnte Kiel lange auf die mitspielen. Wo sie am Ende landen, ihr wisst, dass es manchmal Entscheidungen sind, tagesformabhängig.
wie ist die, das Schlusswort, wer hat die bessere Nerven, wer verletzt sich und so weiter. Schiedsrichterentscheidungen teilweise auch, muss man ganz ehrlich sagen, hier und dort. Manchmal sind es Zentimeter Entscheidungen, auch was Abseits angeht. Von daher, Kiel ist für mich auch wieder ein Aufstiegskandidat. Wer mit der hier, wie einige, muss man ehrlich sagen. Halt den Mund und geht durch. Sollte um den Aufstieg mitspielen, keine Frage, auch wenn die hier und dort Abhänge haben. Viel erwarten ist auch von ihnen. Aber Kiel ist auch noch ein, der für mich da oben mitmischen kann. Aber für mich Platz 1, wisst ihr, wer fehlt? Na, wisst ihr es? Fortuna aus Düsseldorf. Ja, ich habe Fortuna auf die 1 gesetzt. Weil Bauchgefühl sich alle so hart auf Schalke, Bremen und Hamburg einfach festsetzen. Das ist aber echt so. Alle haben nur Hamburg, Bremen, Schalke im Kopf, ne? Und vergessen an einen anderen Verein. Wie, das gab es schon oft. Ja, kommt die Weltmeister. Auf einmal kommt Ding ein anderer. Ja, ja. Ja, die steigen auf und haben so den Fokus auf die. Und es ist auch so viel Druck drauf. Und niemand vielleicht. Niemand hat vielleicht auch diese Fortuna im Kopf. Ne? Klar, Fortuna ist für mich auch so Top-5-Moment. Also ich meine, obere Tabellenhälfte. Aber ja. Vielleicht ist es so außerhalb des Radars, sage ich mal ein bisschen. Platz 10. Des großen Radars. Mhm. Des zweiten Radars sind wir auf jeden Fall drauf. Aber es ist einfach so, dass Fortuna Düsseldorf ziemlich trocken wird. Auch da gute Fans, die viel mitmachen. Auch schon viel Leid erlebt haben. Und auch hier und dort. Ich eigentlich immer, dass viele, viele Spieler alles für den Verein geben. Und das ist halt wichtig. Und das ist der Grund, warum Düsseldorf am Ende auf Platz 1 landet, aufsteigen wird. Vielleicht knapp, vielleicht deutlich, man weiß es nicht. Aber das ist so meine Saisonprognose, womit ich eigentlich relativ zufrieden bin. Vielleicht Kleinigkeiten ändern. Wie gesagt, du kannst nicht Paderborn direkt oder Ingolstadt tippen. Wir könnten auch auf Platz 9 landen und es ist nur ein Punkt Unterschied. Das ist, da müssen wir uns nicht nur die Tabellensituation anschauen am Ende, sondern auch die Punkte. Ihr wisst, wie knapp es manchmal sein kann, ganz am Ende. Ihr wisst es. Von daher könnt ihr jetzt mal in die Kommentare raus. Ganz zufrieden. Also ich bin nicht zufrieden, dass du Holstein Kiel. Was hat dich denn da geritten, dass du den auf Platz, die auf Platz 2 machst? Wie seht ihr alle drum und dran, wer wo landet? Natürlich kommt die Saisonprognose auch zur Bundesliga, natürlich auch in der Woche zwischen Pokal und Bundesliga. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja. Wenn ihr Tipps, Vorschläge oder generell Feedback habt, in die Kommentare rein. Mich würde es freuen. Ich sage Arrivederci, bis dahin und ciao, ciao. Alter, Gewalter. Eintracht Frankfurt verzockt alles, aber Hütter ist heavy. Alter. Das war, weil ich in der Zeit das Video hochgeladen habe und nochmal Hütte und etc. erwähnt habe. Das ist schon ein anderes Video beim ersten Liga. Ich liebe Fußball 2000. Ja, mit Dings war es auch bitter. Alter Gewalter. Ich sage hier Arrivederci. Bis dahin und ciao, ciao. Übrigens, hier. Last Minute Sieg der Eintracht. Kann ich nur empfehlen. Übrigens auch das Spiel Eintracht Frankfurt gegen, war das Racing Straßburg, meine ich? Ja, Racing Straßburg ist live. Ich denke, als RB Salzburg. Racing Straßburg. Alter, war das ein geiles Spiel. Empfehle ich euch, gerade die ersten 60 Minuten und dann, oh, nee. Am besten wirklich die Fehlentscheidung ohne Ende. Wie viel Adrenalin da drin war, wie viel Hass. Wieder in voller Länge auf dem Eintracht-Kanal. Kann ich euch nur empfehlen. Vor allem zur Halbzeit wird ganz, ganz laut gepfiffen. Das lag daran, weil der Torwart von denen sich extra bewusst Zeit gelassen haben. Alle waren schon auf dem Feld, standen im Mittelfeldkreis und wir haben noch ein, zwei Minuten auf den Torwart warten müssen. Warum? Erfahrt ihr da. Klickt rein, ihr werdet den Kopf schütteln.